Die Kulturstadt Leverkusen hat nicht nur Politiker heute Abend geladen, hat nicht nur bekannte Musiker heute Abend geladen, sondern auch einen Comedian, der deutschlandweit bekannt ist. Und dieser Comedian heißt Ralf Schmitz und ist ebenfalls in Leverkusen geboren und aufgewachsen. Er hat uns ein bisschen aus seiner Jugend und aus seiner Kindheit erzählt. Deswegen schaut doch mal, was er zu dem Thema Leverkusen so gesagt hat. Hallo Ralf, schönen guten Abend. Schön, dass du heute hier bist im Forum Leverkusen. Du bist ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Ich war und die Stimme hat noch nicht verstanden, dass es eigentlich schon wieder besser ist. Die Stimme ist so ein bisschen heiser. Ich habe gerade gesagt, dass es ziemlich sexy klingt, aber für einen Bühnenauftritt reicht es heute oder nicht? Heute vielleicht nicht. Mal gucken. Ah, doch, für eine Talkrunde reicht, das geht. Ich rede noch schneller. Du hast ja gesagt, es klingt sexy. Ich glaube, ich lasse das jetzt so. Ich habe schon gehört, Pantomime wurde sonst noch ins Spiel gebracht. Ja, kann ich auch machen. Okay. Ja. Wir wollen heute ein bisschen auch über natürlich die Bedeutung des Forums für die Stadt Leverkusen sprechen. Ja. Was glaubst du, welche Bedeutung hat sie für die Stadt Leverkusen? Er hat unter anderem einen großen Anteil Kultur mit nach Leverkusen gebracht. Wenn ich an die ganzen Ballettaufführungen denke, etc. Ich will sie alles aufzählen, aber da ist ja schon einiges gewesen, was das Forum mit der idealen Größe, sage ich mal, und natürlich mit der Bahnanbindung direkt am Forum geschafft hat. Im Schwansee-Ensemble haben wir dich aber jetzt noch nicht gesehen. Doch, doch, ich war der dritte Schwan von links und es hat aber keiner gemerkt. Das ist aber schon mal eine Wahnsinnsauszeichnung, muss man ja wahrscheinlich sagen. Ne? Also ja, der dritte Schwan von links. Der dann immer umgefallen ist, das war ich. Vielleicht gibt es ja im Jubiläumsjahr nochmal eine Ausgabe davon oder eine Neuauflage. Ich bin dabei. Also ich wäre gerne dabei. Ich glaube, es will keiner, aber ich wäre dabei. Man braucht auch keine Stimme dazu. Das ist richtig, das ist der Vorteil heute. Aber heute mich ins Kostüm quetschen, ich glaube, das wäre auch blöd. Wahrscheinlich nicht. Ja. Bist du denn hier schon öfters aufgetreten? Oh ja, mittlerweile darf ich Gott sei Dank mit meinem Solo-Programm, mit dem ich unterwegs bin, hier im Forum auftreten. Und das ist, habe ich eben schon mal erzählt, tatsächlich ein Nachhausekommen. Das ist wirklich toll, weil man hier natürlich alles kennt. Wenn ich hier dann eine Improvisation, was ich viel mache, unter Publikumszurufen dann quasi Szenen spiele, dann, wenn ich das dann umsetze, dann fließen da natürlich Heimatbegriffe, Örtlichkeiten mit ein, sowas wie Nougathörnchen bei Café Nöres in Opladen und so weiter. Und dann rasten immer alle Leute aus, und weil es eben noch purer, noch echter ist. Und manchmal sieht man auch jemanden im Publikum, den man von früher kennt. Das kommt auch vor, ja. Also es ist wirklich ein Nachhausekommen. Es macht viel Spaß. Wie ist das Leverkuser Publikum so? Na, ist das Beste von allen, ist ja klar. Natürlich. Nein, selbstverständlich. Es ist ja mein Publikum. Ist ja quasi, Leverkusen ist ja meine Heimatstadt. Ja, klar. Das wäre ja blöd, wenn nicht. Was sind besondere Erinnerungen an deine Kindheit hier in Leverkusen? Mein Gott, wo soll ich denn anfangen und aufhören? Mein Gott, also. Was als erstes in den Sinn kommt, die erste Assoziation, besondere Plätze, Orte, Menschen, Erlebnisse? Café Nöres, habe ich schon gesagt, war für mich immer sehr wichtig, weil damals nah an meiner Schule, was war noch, die Kölner Straße rauf und runter, mit die 202, mit der bin ich immer gefahren nach Schlebusch, weil ich da gewohnt habe, Theater spielen, auch in der Schule schon, ich habe mit dem Bus immer zur Probe gefahren, nochmal und zurück und so, und habe immer viel Theater gemacht, eben an der Schule oder auch sonst, an der Theodor Heuss oder dann auch beim Lukas und so, das fällt mir ein. Ja, so die ersten Gehversuche im kleinen Theater, Revuen gespielt und so weiter. Fußballfan, ja oder nein? Nein. Okay, das können wir auch rausschneiden nachher. Ist klar, gut, besser. Alles klar. Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall und viel Spaß heute. Dankeschön. Okay, ciao.